ist denn Mademoiselle Van der Beek? Was weiß der nicht? Wahnsinn. Dunkelgraues Kombitaxi finden. Welche Marke? Kein Schimmer. Hey, deine Mutter sucht dich. Lucas, ein Fahrrad! Ein Fahrrad? Gute Idee. Spar sie die Kommentare, finde sie. Ich hab sie. Sie fährt Richtung Opa. Sie ist nicht da. Ah ja, jetzt sehe ich dich. Ah, wo ist sie? Ich suche ja schon. Da, ich hab sie. Okay, sie ist am Hafen. Beeil dich, gib Gas, los! Einfach wird bei mich nicht los. Ni hao. Écoutez, vous avez sûrement besoin d'argent. Moi, j'ai pas besoin de vous. Ça vous plaît? Attends. Arrêtez, c'est gênant. C'était pas de l'argent que vous voulez. Vous avez jamais eu envie d'avoir une aventure avec une femme sur le point de se marier? Venez, on fait ça tout de suite dans la cabine d'essayage. J'ai pas mis de culotte aujourd'hui, vous n'aurez qu'à se les marrer. Ja. Das verstehe ich, Herr Mademoiselle. Aber wie gesagt, meine Klimaanlage ist angesprungen. Die spinnt und es ist sehr, sehr kalt hier. Ich schicke Ihnen umgehend einen Techniker, Mademoiselle Van der Beek. Gut, danke. Hm. Marc? Ja? Du wurdest soeben befördert. Hau rein. Wie ein echter Klempner, oder? Ja. Guten Abend. Hallo. Was soll denn der Quatsch? Hat er vorhin auch schon eine Perücke auf? Nein. Hast du ihm gesagt, er soll hinken? Nein. Sie ist von allein angegangen. Ja. Ich krieg sie nicht mehr aus. Kein Problem. Reparieren alles. Was soll der Akzent? Oh, der macht mich fertig. Madame Chef, Madame, ich bitte Sie nicht sprechen. Problem, weil ich nur eine Woche hier. Mein Boss macht ich wieder gern Pollen, Finito-Arbeit. Haben so kleine Kinder, ich drei. Du nichts sagen, Madame, sonst Problem mit Auto, Problem Papiere, Problem Chef. Gibt's ein Problem? Nein. Nein, Miroslav, nichts Problem. Jeschin, jemma Problem, alles klar. Ziemlich kalt hier drin, oder? Nichts Problem. Wer ist diese Frau? Ihre Jugendfreundin, 10 Jahre nicht gesehen. Warum weiß ich nichts davon? Das ist ein Drama, Melanie. Wir sind am Arsch. Streich Marineland, zu gefährlich. Oh, wir haben den Delfinen schon eure Vornamen beigebracht. Und das Café? Das bleibt. Ich sitze also in meinem Zimmerchen und sag mir, Sophie, du musst dich mal entscheiden. Entweder du dröhnst dir weiter jeden Abend auf Mykonos die Birne zu, oder du hörst auf mit dem Scheiß und besuchst deine ex-beste Freundin, bevor sie heiratet. Rate mal, was ich gewählt habe. Was denn? Da fällt was raus. Du hättest mich wenigstens vorwarnen können. Ich weiß nicht, was wir jetzt mit dir machen sollen. Das Hotel ist voll. Sie haben Zimmer 514, direkt neben Mademoiselle Van der Beek. Aber vielleicht kannst du mir aushelfen. Ich habe meine nämlich verloren, die Kreditkarte. Natürlich. Oh, ich freue mich so, dich zu sehen.
klar? Nein, überhaupt nicht. Ich bin seit Tagen nicht gepudert worden und es juckt ein wenig. Alex, essen Sie mit uns? Nein, er ist nicht mit uns. Er hat zu arbeiten und ich habe eine Hochzeit zu organisieren. Soll das heißen, wenn ich Ihnen eine Gabel ins Bein haue, spüren Sie nichts? Das war das falsche Bein. Pardon. Aber da spüren Sie nichts? Gar nichts. Schon verrückt, unser Körper.